Bei der Oscarverleihung in Los Angeles wurde heute erstmals seit über 20 Jahren ein deutscher Spielfilm ausgezeichnet. Die in München lebende Regisseurin Caroline Link erhielt einen Oscar für die Verfilmung des Romans »Nirgendwo in Afrika« als beste nicht-englischsprachige Produktion. In der Kategorie »Bester Film des Jahres« siegte das Musical »Chicago«. Insgesamt 6 Oscars gab es dafür. Überschattet wurde das Filmfest vom Irakkrieg. In Zeiten des Krieges verändert selbst Amerikas schillerndste Veranstaltung ihr Gesicht. Wo in früheren Jahren Fans standen, um ihren Idolen zuzuwinken, hatten jetzt Demonstranten Position bezogen. Sie nutzten die Aufmerksamkeit der Medien, um zu dokumentieren, dass nicht alle Amerikaner für einen Krieg gegen den Irak sind. Auf dem Hollywood Boulevard standen sie, während von Polizisten eskortiert die Gäste in schwarzen Limousinen zur 75. Oscarverleihung rollten. Die Veranstaltung selbst war von den Organisatoren stark beschnitten, der rote Teppich bis auf wenige Meter eingerollt worden. Auf das traditionelle Defilé vor Hunderten von Kameras wollte man bewusst verzichten. Einige hatten gar gefordert, die Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt zu verschieben. Mehrere Preisträger nutzten das Podium, um ihre Kritik am Präsidenten der Vereinigten Staaten in die Öffentlichkeit zu tragen. Sehr emotional der für seinen Dokumentarfilm Bowling for Columbine ausgezeichnete Michael Moore. Wir leben in einer Zeit, in der uns ein Mann aus erfundenen Gründen in den Krieg schickt. Wir sind gegen diesen Krieg, Herr Bush. Schämen Sie sich, Herr Bush. Moore war nicht der Einzige, der sich so äußerte. Politik und Oscar ließen sich in diesem Jahr nicht voneinander trennen.